Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Legung und diesmal werden wir schauen, wie es in der nächsten Zeit für uns weitergeht. Also ich werde jetzt gucken, okay, was kommt demnächst auf uns zu? Wie geht es jetzt weiter? Wie entwickelt es sich weiter? Was kommt alles auf uns zu in der nächsten Zeit? Das ist ebenfalls ein ganz, ganz zeitloses Orakel. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo du es siehst, ab da gilt es auch, vorausgesetzt, es ist eine Legung, denn es ist wirklich ein ganz, ganz allgemeines Orakel und kann natürlich nicht unbedingt auf jeden zutreffen, ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und genau, ich gucke jetzt ungefähr einen Zeitrahmen, die nächsten paar Wochen, die nächsten, ja, vielleicht auch 2, 3 Monate ungefähr, ne? Ich stelle dir jetzt aber erstmal die Karten vor, die ich hier verwende. Vor dir siehst du, das ist das Tarot der neuen Zeit von Linda Gieser. So, dann, warte mal, dann verwende ich das Guardian Angel Messages Tarot. Dann mit dabei ist das Moonology Orakel. Ebenfalls mit dabei das Heavenly Bodies Astrology Deck. Und zum Schluss lasse ich nochmal ein paar Karten aus den Fortune Cards herausspringen. Okay, meine Lieben, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich und ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr froh, dass endlich die Portaltage vorbei sind. Wir hatten ja jetzt 3 Tage hintereinander Portaltage, ne? Also das war schon, ich kann mir vorstellen, dass es bei den ein oder anderen von euch sehr, sehr anstrengend war, sehr, sehr happig war. Ich war ja wirklich auch lahmgelegt, also ich war krank, ne? Jetzt geht es langsam wieder ein bisschen besser, Gott sei Dank. Also nicht nur ein bisschen besser, es geht mir jetzt deutlich besser als zuvor. Okay, meine Lieben, ich würde jetzt sagen, wir gucken mal, wie es in der nächsten Zeit für uns weitergeht. Schauen wir uns das mal an. Ich werde wie immer 4 Karten herausspringen lassen und dann, wenn ich das getan habe, beginne ich mit den Karten unten drunter. Und diesmal, ich hoffe, ich vergesse es nicht, möchte ich auch ganz gern schauen, was für Karten oben drauf sind. So, meine Lieben, wir gucken mal. Na Mensch. Bube der Kelche. Okay. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal. Wie geht es jetzt in der nächsten Zeit weiter? Okay, im Kollektiv. Wie geht es jetzt in der nächsten Zeit für uns weiter? Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter? Nummer 1. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Noch eine Karte bitte. Wie geht es weiter? Okay, meine Lieben. Erstmal richte ich die Karten ja soweit schön aus. So, okay. Ich habe ja gesagt, wir beginnen mit der Karte unten drunter. Wie es in der nächsten Zeit weitergeht, Arbeit und Anstrengung, die 8 der Münzen. Es geht also darum, an etwas zu arbeiten. Es geht darum, etwas fertig zu bringen. Möglicherweise geht es bei einigen von euch ebenfalls auch darum, etwas Neues zu lernen, einen Kurs zu besuchen, seine Talente zu verfeinern, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Es geht darum, möglicherweise um eine neue Arbeit. Das kann eventuell bei einigen von euch der Fall sein. Die 8 der Münzen, da geht es ebenfalls um Detailarbeit, ne? Und man sieht ja hier, dass diese Person hier wirklich an der Blume des Lebens hier arbeitet. Also das ist auch immer so eine sehr, sehr akkurate und eine sehr detailorientierte Arbeit, wo ich das Gefühl habe, dass das in der nächsten Zeit eben wichtig werden wird für einige von euch, sich da wirklich ebenfalls auf die Details zu konzentrieren, wirklich seine Fähigkeiten zu perfektionieren. Das ist das Gefühl, was ich jetzt hier habe. Ansonsten steht die Karte schlecht, also schlichtweg einfach für die Arbeit an sich, ne? Okay, wir gucken mal weiter. Die 7 der Stäbe. Möglicherweise geht es darum, an sich zu glauben. Es geht darum, sich nicht länger in Zweifel zu ziehen, dass du dich und deine Talente nicht länger anzweifeln sollst. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Nichtsdestotrotz, ich sehe jetzt ja auch schon die Karte, die jetzt sich hier unten drunter befindet. Das ist nämlich der Teufel. Und bei dieser Karte habe ich jetzt hier den Eindruck, auch durch die 9 der Stäbe, dass es hier möglicherweise Menschen oder Energien um dich herum gibt, möglicherweise auf Arbeit oder in dem, was auch immer du tust,
Oder auch in der Familie, da musst du sehen, wie es für dich passt. Da habe ich das Gefühl, dass da irgendwelche störenden, dass es da störende Einflüsse gibt, die da irgendwie versuchen, ja, an dir herumzunörgeln oder die dich irgendwie auf ihr Level halten wollen von der Energie her. So ein bisschen, da habe ich das Gefühl, okay, pass hier vielleicht ein kleines bisschen auf, ne? Es kann also sein, dass du es hier mit Menschen zu tun hast, auf Arbeit oder wo auch immer, wo vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten ist. Ich habe das Gefühl, bei vielen von euch ist es wirklich ein Arbeitsthema, weil der Teufel steht für das Sternzeichen Steinbock und bei Steinbock geht es ebenfalls um Arbeit, ne? Der Teufel ist nicht immer unbedingt schlecht, aber bei einigen von euch habe ich trotzdem das Gefühl, es gibt möglicherweise Personen um dich herum, die versuchen irgendwie um dir herumzunörgeln, die zweifeln an dir, die sind möglicherweise auch neidisch auf dich, auf deine Fähigkeiten, auf das, was du kannst, die Art und Weise, wie du eben ankommst, ne? Dass vielleicht bist du sehr, sehr beliebt oder bekommst sehr, sehr viel Lob, sehr, sehr viele Komplimente und da habe ich das Gefühl, okay, es gibt hier wirklich störende Einflüsse, wo es eben wichtig ist, sich hier, sich selbst und seine Energie ebenfalls zu schützen. Ich habe aber ebenfalls auch das Gefühl, der Teufel, das ist nicht immer unbedingt eine schlechte Energie. Da geht es ebenfalls auch wirklich um Ambitionen, ne? Eine sehr, sehr ambitionierte Energie, wo es auch wirklich um die Arbeit geht, also wo es wichtig ist, sich hier wirklich für etwas einzusetzen, für etwas zu kämpfen, seinen Standpunkt zu behaupten, an sich selber zu glauben, gerade an sich selbst, an seinen Wert und seine Fähigkeiten zu glauben. Das scheint in der nächsten Zeit auf jeden Fall bei einigen von euch eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Lass mal sehen, was jetzt hier oben drauf gefallen ist. Also nicht wundern, warum ich noch so ein bisschen angeschlagen klinge. Das liegt daran, dass ich immer noch erkältet bin. Ja? Also nicht wundern. Okay, obendrauf, da haben wir jetzt hier die Sieben der Kelche. Es geht also um Entscheidungen, Visionen, Träume. Der Hierophant, beziehungsweise der Hohepriester. Okay, das ist die Kraft. Vier der Kelche, zwei der Stäbe. Es geht wieder um Entscheidungen. Es geht darum, eine Angelegenheit in Angriff zu nehmen. Es geht darum, eine Chance zu ergreifen. Bekomme ich hier ebenfalls auch rein. Aber einige von euch sind hier noch nicht so ganz, ja, ich will nicht sagen in der Lage, aber noch nicht so richtig davon überzeugt, sage ich mal, um da jetzt wirklich hier diese Gelegenheit in Angriff zu nehmen. Weil hier geht es ebenfalls, weil es ist ja irgendwo auch mit Arbeit verbunden. An sich zu arbeiten oder an etwas zu arbeiten, sich zu verbessern in irgendeiner Hinsicht im Bereich Arbeit oder wenn es um deine Talente geht, das ist natürlich auch irgendwo mit Arbeit und Anstrengung verbunden. Das ist ja klar, ne? Und deswegen habe ich da so ein bisschen den Eindruck, dass einige von euch da sich noch so ein bisschen, naja, davor zieren, sage ich ganz einfach mal, ne? Also, das ist das, was ich hier wahrnehme. Ne? Gerade wenn es um spirituelle Glaubenssätze geht, möglicherweise, oder in einer Partnerschaft, habe ich ja ebenfalls das Gefühl, dass daran gearbeitet werden darf, der Hohepriester. Da geht es ebenfalls um feste Partnerschaften, spirituelle Beziehungen. Aber vielleicht ist es bei einigen von euch ebenfalls auch die Berufung hier mit dem Hohepriester, dass einige von euch im spirituellen Bereich etwas machen wollen, anderen etwas beizubringen. Und da habe ich das Gefühl, dass einige von euch in der nächsten Zeit nun die Aufgabe annehmen dürfen. Auch wenn das bedeutet, dass man jetzt hier viel arbeiten muss und sich da wirklich anstrengen darf. Weil ich habe in der nächsten Zeit wirklich die Energie der Arbeit, der Anstrengung, der Mühe auch irgendwo. Ne? Das ist das, was man hier auf jeden Fall schon mal sieht. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was hier rausgefallen ist. Als erstes haben wir den Eremit. Ziemlich interessant, weil das ist Jungfrau-Energie und die habe ich hier teilweise ebenfalls gespürt bei den Achtermünzen. Weil die Achtermünzen, das ist ja dieses Detailorientierte. Und Jungfrauen, die achten wirklich auf Details. Sie sind sehr, sehr akkurat und ebenfalls auch perfektionistisch. Also in der nächsten Zeit geht es wirklich bei einigen von euch darum, wirklich akkurat zu arbeiten, an sich selber zu arbeiten, etwas zu perfektionieren, seine Talente zu perfektionieren, an sich, an seinen Talenten zu arbeiten, neue Routinen zu entwickeln. Möglicherweise geht es auch darum, gewisse Dinge zu analysieren. Aber der Eremit, das ist natürlich auch, ja, das ist der Rückzug, ne? Der Rückzug mit Absicht, sage ich ganz einfach mal, wo man sich hier wirklich freiwillig zurückzieht, um irgendwie Antworten zu finden, um sich auf sich selber zu konzentrieren, um herauszufinden, was möchte man, wer ist man und so weiter. Das sind so die Themen, ne? Wir gucken weiter. Der Ritter der Münzen. Es geht also darum, wieder mehr sich zurückzuziehen, um in die eigene Mitte zu finden, um die innere Stabilität wiederzufinden, sich selbst auch ein Stück weit zu finden, um hier wieder in die innere Sicherheit zu kommen. Das ist das, was ich hier wahrnehme.
Okay, ja genau, das ist das Gefühl, was ich jetzt hier habe. Ritter stehen immer so für Impulse, für Energien, nein, nicht Energien, Impulse, Launen, Stimmungen. Und hier haben wir eine Energie, die ja schon relativ langsamer ist, aber dafür eben auch wirklich sehr, sehr beständig und sehr, sehr stabil, ne? Wo ich auch das Gefühl habe, ja, es geht ja also in der nächsten Zeit um eine Situation, die bewegt sich zwar etwas langsam vorwärts, aber dafür auch beständig. Ne? Also man hat hier schon bis jetzt eine sehr, sehr erdlastige Energie, wie gesagt, durch die Acht der Münzen, durch den Eremit, was für das Sternzeichen Jungfrau steht, und durch den Ritter der Münzen, da bekomme ich irgendwo, ja, Stierenergie rein. Na, also es geht ja wirklich darum, sich zurückzuziehen, um wieder in sich selber stabil zu werden. Das ist das Gefühl, was ich habe. Dann haben wir, oh, das, ja, okay, das ist eine schnelle Karte im Gegensatz zu dieser Energie. Die Achterstäbe, da geht es darum, dass etwas in Bewegung kommt. Da geht es um Neuigkeiten. Gewisse Dinge kommen in Bewegung, gute Schwingungen liegen in der Luft, gute Neuigkeiten liegen in der Luft und es geht hier um Nachrichten. Lass mal sehen, was jetzt hier ist. Ja, schön, na Mensch. Ich habe das Gefühl, bei einigen von euch geht es hier um eine Situation, die langsam vorwärts ging, die sich aber plötzlich schneller entwickelt und damit das Ganze somit zu einem Abschluss kommen kann, durch die 10 hier, die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche geht es ebenfalls um glückliches Familienleben, tiefe Liebe, tiefe Geborgenheit. Ja, man fühlt sich ja wirklich sicher ja, in seiner eigenen Haut, im Bereich zu Hause oder in der Familie auch irgendwo, weil die 10 Kelche deuten immer darauf hin, dass man wirklich jetzt mit den Menschen zusammen kommt, die wirklich auch zu einem gehören. Es geht ja um Familienplanung bei einigen von euch, wo ich ebenfalls das Gefühl hatte, einige von euch mussten da sehr, sehr geduldig sein, wenn es darum geht, umzuziehen oder ein Zuhause zu finden, mit dir und deinen Kindern irgendwo, aber auch mit dem Partner. Da habe ich das Gefühl, dass Verzögerungen auf jeden Fall bald vorbei sein werden. Die Suche wird auf jeden Fall hier ein Ende haben. Die Suche, Eremit, nach einem sicheren, festen, stabilen Fundament zu Hause. Da habe ich das Gefühl, dass einige von euch dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall Neuigkeiten bekommen werden. Da, wie gesagt, die Achterstäbe, das ist ebenfalls eine Schnelligkeitskarte, wo ich auch das Gefühl habe, ja, das geht dann auf jeden Fall schneller als gedacht in der nächsten Zeit. Und wir hatten ja jetzt, ich meine, wir haben noch bis 3. Februar, glaube ich, ist noch Merkur rückläufig. Und da geht es auch nochmal so ein bisschen um Verzögerungen und Dinge verspäten sich und so weiter, wo ich aber dann das Gefühl habe, okay, bei einigen von euch geht das dann auf jeden Fall schneller dann als gedacht, ne? Die Suche wird auf jeden Fall bei einigen von euch bald ein Ende haben. Das ist das Gefühl, was ich hier habe. Auch wenn es jetzt um eine stabile und feste Partnerschaft geht, sowohl ro im romantischen Sinne als auch im beruflichen Bereich, habe ich jetzt hier wirklich das Gefühl, dass die Suche bald bei einigen von euch ein Ende haben wird, dass ihr wirklich eine Partnerschaft finden könntet, einige von euch, etwas Festes. Aber auch um einen Arbeitsplatz, das kann ebenfalls der Fall sein, weil die 10. Kelche, das ist wirklich die absolute tiefste Erfüllung. Ja, das ist wirklich unglaublich. Eine sehr, sehr positive Energie, eine sehr erfüllende Energie. Also hier geht es um erfüllende Beziehungen, erfüllende Partnerschaften, ne, ein stabiles, festes Fundament, spirituell, ja, der Selbstständigkeit möglicherweise auch bei einigen von euch. Das ist das, was ich hier ganz, ganz klar wahrnehme. Ja, schon mal sehr, sehr schön. Meine Lieben, ich muss mal ganz, ganz kurz einen Schluck trinken. Okay. So, ich gehe jetzt über zum nächsten Deck. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt, falls einige von euch das nicht mitbekommen haben sollten. So, ich möchte jetzt ganz gerne wissen, wie es jetzt noch weitergehen wird. Zukunftsplanung bekomme ich, wie gesagt, bei einigen von euch rein, sowohl mit dem Partner, innerhalb der Familie oder wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, aber auch wenn es jetzt um die Selbstständigkeit geht, im spirituellen Bereich, im beruflichen Bereich. Das ist ja bei jedem von euch was Unterschiedliches, ne? Okay, wir gucken jetzt weiter. Wie geht es jetzt noch weiter? Wie geht es jetzt in der nächsten Zeit noch weiter? Wie geht es jetzt noch weiter für uns im Kollektiv? Wie geht es jetzt noch weiter für uns? Nummer 1. Die muss hier hin, habe ich das Gefühl. Die hier ist das und die hier unten drunter haben wir das achte Haus.
Okay, bei dem achten Haus geht es natürlich darum, ja, etwas wird transformiert. Es geht darum, dass etwas beendet wird und etwas Neues beginnt. Es geht um Regeneration. Es geht darum, das Alte zu zerstören. Es geht ja, das ist die Energie wie Phönix aus der Asche. Aber es geht bei dieser Karte ebenfalls um Karma, sich seinen Ängsten zu stellen, die Ängste wirklich ins Gesicht zu sehen, der Angst ins Gesicht zu sehen. Und es geht hier um Erbschaften, Vermächtnis, was bei einigen von euch möglicherweise ebenfalls eine Rolle spielt, ne? Aber in allererster Linie bekomme ich hier wirklich eine ziemliche Energie der Transformation mit, wo eben auch trotzdem einiges beendet werden könnte. Ja, was haben wir denn hier unten drunter? Jungfrau schon wieder. Schon wieder Jungfrau-Energie. Die Jungfrau, da geht es ja ebenfalls um das Thema Arbeit, der Beruf. Ne? Es kann ebenfalls sein, dass hier eine Jungfrau-Person eine Rolle spielt. Falls du Jungfrau sein solltest oder Jungfrau-Aszendent oder so, kann es eventuell auf dich hindeuten, dass du dich, ja, dass du dich transformierst. Und wenn du Jungfrau Aszendent bist, wenn du mir jetzt hier gerade zusiehst und durch Zufall irgendwie Jungfrau Aszendent sein solltest, dann glaube ich, dass du, dass dein Aussehen, dass dein, ja, dass dein Aussehen, dass du dich einfach, dein Charakter sich wirklich enorm hier wirklich transformieren wird. Sowohl dein Aussehen, dass du dein Aussehen veränderst, die Art und Weise, wie du dich gibst sozusagen, ne? Die Art und Weise, wie du die Welt siehst, da habe ich das Gefühl, das wird sich auf jeden Fall transformieren. Aber bei Jungfrau geht es ebenfalls um Wohlbefinden und ebenfalls auch Gesundheit, ne? Wo ich das Gefühl habe, ja, es finden hier Transformationen statt in Bezug auf Gesundheit, Routinen. Gewisse Routinen werden nun hier wirklich transformiert. Das ist das Gefühl, was ich habe. Einige Routinen werden beendet und dafür werden neue Routinen sich ja angewöhnt sozusagen. Aber Jungfrau, da geht es ebenfalls auch um ja, wirklich dienen, ne? Von Herzen dienen, Integrität, das spielt hier ebenfalls in der nächsten Zeit eine Rolle. Wie ich schon gesagt habe, eine Transformation oder eine Beendigung mit einer Jungfrau eventuell in Bezug auf eine Arbeit oder wenn es um Routinen geht. Jungfrau habe ich ja vorhin schon gesagt, da geht es um das Analytische, da geht es um ja, dieses Perfektionistische, dieses etwas Perfektionieren, ne? Dann haben wir hier Mars. Das ist eine sehr, sehr aktive Energie. Da kommt etwas in Bewegung. Möglicherweise gibt es in der nächsten Zeit mit einigen von euch, mit einer Jungfrau möglicherweise so ein bisschen Streit. Das kann eventuell der Fall sein. Falls es einen Streit gab, habe ich das Gefühl, das wird beendet durch das achte Haus. Krebs innerhalb der Familie möglicherweise oder mit einem Krebs. Na, da geht es, also bei Krebs geht es um die Familie, das Zuhause, wo ich das Gefühl habe, gewisse Dinge kommen jetzt ebenfalls ja wieder in Bewegung. Ne? Wenn es um einen Beruf geht, möglicherweise auch um das Zuhause, habe ich ja gesagt, ne? Die Suche wird bei einigen von euch hier wirklich beendet werden. Aber auch wenn es darum geht, sich auf etwas Neues einzulassen, habe ich das Gefühl, da ist es wichtig, sich wirklich seinen Ängsten zu stellen. Ne? Hier haben wir jetzt auch unter dem Krebs war das jetzt, da haben wir Skorpion-Energie und hier haben wir das achte Haus und Skorpion herrscht hier über das achte Haus. Und hier geht es auch wieder um Erneuerung, ne? Also das ist ebenfalls eine sehr, sehr intensive Energie. Und hier haben wir Konjunktion und da geht es um Zusammenkünfte, wo ich das Gefühl habe, ja, es geht ja wieder um Partnerschaften. Es kann auch sein, dass hier neue Partnerschaften geknüpft werden, aber innerhalb einer Partnerschaft, sowohl beruflich als auch im romantischen Sinne, glaube ich, dass hier wirklich einiges sich transformieren wird. Auch im Bereich Beruf, Gesundheit, Wohlbefinden, Routinen, neue Routinen. Gerade wenn man zu Hause ist, ne, jetzt vermehrt durch Corona allein schon, habe ich das Gefühl, man darf hier wirklich aktiv werden, möglicherweise auch ein bisschen mehr Sport treiben, seinen Körper zu bewegen, ne, etwas für die Gesundheit zu tun. Denn das spielt in der nächsten Zeit ebenfalls wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, interessant, was sich hier zeigt. So, was haben wir hier? Chiron mit Heilung. Okay. Also bei Chiron geht es wirklich, ja, ich muss es so sagen, wie es ist. Das ist wirklich eine, da geht es um Verletzungen, da geht es um Traurigkeit, aber es geht ebenfalls um Heilung bei dieser Energie. Also in der nächsten Zeit wird es ebenfalls nochmal wichtig, zu heilen, sich zu regenerieren auch irgendwo. Aber Chiron oder bei Chiron geht es auch ebenfalls immer um dein größtes Potenzial. Chiron zeigt immer dein größtes Potenzial an. Ja. Also deine Situation, also so wie es jetzt für dich weitergeht hier, da birgt sich, also dahinter verbirgt sich auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial. Ne? Was haben wir hier? Fixed. Die fixten Zeichen zeigen sich hier sozusagen. Das wäre Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Es geht hier ebenfalls bei dieser Karte um Ausdauer, Stabilität,
Es geht ebenfalls um Loyalität. Eine helfende Hand bekomme ich hier irgendwie rein. Das ist das Gefühl, was ich jetzt hier habe. Unterstützung bekomme ich hier rein. Unterstützung in deinem Heilungsprozess bekomme ich hier rein. Auf jeden Fall sehe ich ebenfalls, dass bei einigen von euch in der nächsten Zeit ein Heilungsprozess beendet sein wird. Dass etwas zu einem Ende kommt. Die Zeit des vermehrten Rückzugs, die Suche nach sich selbst, der Besinnung, der Reflexion wird bei einigen von euch in der nächsten Zeit beendet werden. Möglicherweise noch im Februar, vielleicht aber auch schon noch im März. Das kann der Fall sein. Okay. Ebenfalls geht es darum, ja wirklich ausdauernd zu sein und geduldig zu sein, wenn es um den eigenen Heilungsprozess geht. Das ist ebenfalls das Gefühl, was ich habe. Was haben wir hier? Waage. Okay. Vielleicht spielt hier eine Waage Person eine Rolle. Aber bei Waage geht es ebenfalls natürlich um. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Harmonie und es geht auch irgendwo um Partnerschaften, wo ich das Gefühl habe, ja, es finden jetzt hier stabile Partnerschaften statt, sofern man hier wirklich geheilt ist. Oder beziehungsweise es gibt ja eine Partnerschaft mit sehr, sehr viel Potenzial, das bekomme ich hier rein. Oder es kommt noch, ja, das kann ebenfalls der Fall sein. Stabilität wieder, Loyalität, also wieder eine sehr, sehr erdige Energie, ne? Ja, stabile Partnerschaften, vertrauen basierende Partnerschaften, das kommt jetzt auf einige von euch zu. Das ist genau das, was ich sehe. Entweder beruflich, freundschaftlich oder auch im romantischen Sinne. Ich würde sagen, ich benutze jetzt mal das nächste Deck. Es geht wieder um Gleichgewicht. Es geht darum, in ein inneres Gleichgewicht wieder zu finden. Ja, es geht auch ebenfalls um Harmonie. Also Waage ist ebenfalls eine sehr, sehr harmonisierende Energie, wo ich das Gefühl habe, dass nach einer Zeit der Traurigkeit, des Schmerzes, des Heilens, dass da nun wieder ebenfalls Harmonie einkehren wird. Es geht ebenfalls bei einigen von euch um Gerechtigkeit. Ich glaube, einige von euch haben es ebenfalls möglicherweise mit Erbschaften zu tun, mit Nachlassangelegenheiten, Vermächtnis, Erbschaften. Da habe ich das Gefühl, durch Waage, da kommt es hier auf jeden Fall zu einer Einigung. Und es kommt ja auf jeden Fall zur Gerechtigkeit und auch zur Fairness. Es kommt da diesbezüglich auf jeden Fall in der nächsten Zeit alles so, wie es kommen soll. Möglicherweise geht es hier um jemanden, der hier verstorben ist bei einigen von euch. Na, wo ich ebenfalls das Gefühl habe, dass ihr da Unterstützung bekommen werdet durch diese Energie. Da ist jemand an eurer Seite, da ist euch gegenüber auf jeden Fall loyal. Aber diese Karte deutet natürlich auch darauf hin, dass man sich selbst gegenüber auch loyal sein darf. Ja? So, meine Lieben, wir gucken jetzt mal weiter, wie es jetzt noch weitergeht. So. Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? Das möchte ich jetzt ganz gerne noch wissen. Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? Was kommt noch? Wie geht es jetzt noch weiter? Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? Ich spüre, einige von euch haben hier wirklich gesundheitliche Probleme und ich bekomme hier gerade wirklich Magenschmerzen, also Probleme in der Magengegend. Und in der Magengegend, da sitzt das Solarplexus-Chakra. Da geht es also auch um deine innere Kraft, dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen und ebenfalls auch dein Bauchgefühl. Ne? Also da habe ich das Gefühl, einige von euch sollten da auf jeden Fall mal schauen und wirklich dafür sorgen, dass ihr wieder in eure innere Kraft kommt. Wie ich schon gesagt habe. Durch das sechste Haus, was ich hier, nee, durch Jungfrau, was ich hier gezeigt hatte, glaube ich wirklich, dass das, ja, dass die Gesundheit, das Wohlbefinden wirklich eine große Rolle spielen wird bei einigen von euch. Oder darf man diesbezüglich wirklich ins Handeln kommen, wenn es darum geht, etwas zu verändern? Ja, also das spielt hier wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bei vielen von euch ist es wichtig, mehr zu trinken, Wasser trinken, ja, Kräutertees, ungesüßt, ne? So, wir gucken mal weiter. Wie geht es jetzt noch weiter in der nächsten Zeit im Kollektiv? Wie geht es jetzt hier noch weiter? Okay. Nummer 1 und Nummer 2. Unten drunter haben wir
Die sieben des Wassers, die sieben der Kelche also, die hatten sich doch hier auch gezeigt, oder? Waren die nicht hier irgendwo? Nee, bilde ich mir wahrscheinlich jetzt nur ein. Okay, hatte ich die nicht wirklich irgendwo gesehen? Warte mal ganz kurz. Ich bin mir sicher, dass ich die gesehen hatte. Hier, guck mal. Sieben der Kelche, die zeigen sich hier schon wieder. Also, hier geht es wirklich um Entscheidungen. Es geht ja um Überanalyse, das kann der Fall sein. Wie gesagt, wir haben hier verstärkte Jungfrau-Energie. Also bei einigen von euch, da habe ich das Gefühl, ihr analysiert zu viel. Bei einigen von euch kann es eventuell auch der Fall sein, dass ihr vermehrt nach Antworten im Außen sucht, anstatt die in euch selbst zu finden. Das kann wirklich der Fall sein. Man analysiert gewisse Dinge über, man zerdenkt auch gewisse Dinge. Man überanalysiert gewisse Dinge, also möglicherweise bist du vielleicht, oder sind einige von euch, viel zu sehr im Kopf, ihr macht euch viel zu viele Gedanken. Wie geht das jetzt nun weiter? Werde ich jetzt nun jemand Neues kennenlernen? Wird sich mein Wunschpartner melden? Und werde ich jetzt nun einen neuen Job finden? Und so weiter und so fort. Gedanken über Gedanken. Ne, das ist auf jeden Fall das, was man bei einigen von euch hier auf jeden Fall wahrnimmt. Ebenfalls geht es auch um Aufschub, Procrastination. Das ist der Aufschub, die Aufschieberitis. Einige von euch, ihr schiebt möglicherweise wichtige Entscheidungen auf oder gewisse Ideen, wenn es darum geht, sie umzusetzen. Da habe ich das Gefühl dann, dass da, ja, dass diese ebenfalls noch so ein bisschen, dass das aufgeschoben wird. Ja, das ist das Gefühl, was ich jetzt hier habe. Hier geht es ebenfalls um die Ernährung. Das ist die Mäßigkeit im normalen Tarot, die Balance, Ernährung, Selbstkontrolle, Kompromisse. Gerade wenn es jetzt hier im ernährungstechnischen Bereich geht, habe ich das Gefühl, dass einige von euch da Veränderungen wirklich vornehmen sollten. Das ist das, was ich jetzt hier ganz, ganz klar reinbekomme, weil ich bekomme hier gerade wirklich ein Ausrufezeichen gezeigt. Also das spielt in der nächsten Zeit wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Euer Wohlbefinden, eure Energie und ebenfalls eure Gesundheit. Wirklich sich mehr bewegen. Wir hatten Mars-Energie. Sich mehr bewegen, sich gesundheitlich, ja, sich, ja, gesünder zu ernähren. Das spielt in der nächsten Zeit ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Rolle. So, was haben wir hier? Die Zehn des Wassers schon wieder. Guck mal. Es kommt jetzt hier nun ja, zu Balance im Bereich Familie bei einigen von euch. Oder mit einer Person, die wie deine Familie ist, sozusagen. Das ist ebenfalls das Gefühl, was ich habe. Das ist hier Schützerenergie, die Mäßigkeit. Im normalen Tarot ist es ja die Mäßigkeit. Selbstkontrolle. Ja, das ist ebenfalls das Gefühl, was ich bei einigen von euch habe, dass es da wichtig ist, sich wirklich selbst zu kontrollieren und da nicht irgendwie noch rückfällig zu werden. Ja, wenn es jetzt um gewisse Süchte oder Gewohnheiten geht, ne, da habe ich das Gefühl, okay, Vorsicht hier vor, ja, vor Rückfällen so ein bisschen, ne? So, was zeigt sich hier? Die drei des Feuers. Da geht es um Ziele, da geht es um Visionen und es geht um Expansion. Die Karte deutet ebenfalls auch auf eine Reise hin oder kann darauf hindeuten. Die Karte sagt eigentlich auch immer, ja, es sieht jetzt gut aus, aber plane jetzt langfristig, habe auch ebenfalls Geduld, das ist das Gefühl, was ich habe. Ne, also es geht hier ebenfalls um Ziele, die du dir setzen darfst. Es geht ebenfalls auch darum, Ziele jetzt auch anzugehen, denn es ist das Feuerelement. Und da geht es darum, wirklich auch ins Handeln zu kommen. Was haben wir hier? Justice, das ist die Gerechtigkeit. Passt also sehr, sehr gut hier zur Waage. Aber auch hier geht es auch wieder um Entscheidungen irgendwo. Entscheidungen wirklich sich, ja, sich nun wirklich für, ja, für die Ziele entscheiden, für deine Vision entscheiden. Und hier geht es ebenfalls um Entscheidungen bei der sieben der Kelche, ne? Aber ebenfalls auch wieder Karma, karmische Situationen. Eine karmische Situation, die jetzt nun zu einem Ende kommen möchte. Eine karmische Lektion, die beendet werden möchte, aus der man lernen darf, das bekomme ich hier rein. Ebenfalls spielt bei einigen von euch möglicherweise auch das Gesetz hier eine Rolle. Deswegen jetzt hier rechtliche Angelegenheiten spüre ich ja bei einigen von euch, wo es möglicherweise um Erbschaften gehen könnte. Das Vermächtnis, bei das achte Haus, da geht es auch um den Tod, auch ne, um Tabuthemen sozusagen. Da habe ich das Gefühl, das spielt in der nächsten Zeit bei einigen von euch auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Okay, lass mich mal überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ich mische mal nebenbei die Karten. Ja, Entscheidungen. Entscheidungen nun wirklich für langfristige Pläne, für die Visionen, etwas zu verändern, ins Tun zu kommen auch irgendwo. Das bekomme ich hier rein. Das spielt in der nächsten Zeit eine Rolle. Ich glaube, in der nächsten Zeit kommt das wirklich zu einer wichtigen Entscheidung.
Das ist das Gefühl, was ich habe. Eine wichtige Entscheidung in der nächsten Zeit und ich glaube sogar noch im Februar. Ja. Ich meine, der Februar hat jetzt gerade angefangen. Geht jetzt also noch ein bisschen. Trotzdem das Gefühl, ich habe das Gefühl, es wartet jetzt hier wirklich eine wichtige Entscheidung. Na, das ist wirklich, das kommt hier ganz, ganz klar durch. Ich spüre ebenfalls, oder ich sehe, was er gesagt, durch die Karten Chiron sehe ich das hier. Da spüre ich, ja, ich spüre es auch so ein bisschen. Ich bin ja hellfühlig und daher merke ich das auch irgendwo. Da spüre ich ebenfalls bei einigen von euch immer noch tief sitzender Schmerz, weil Chiron ist auch immer so diese Urwunde, wofür du immer, ja, wofür du eigentlich nichts kannst. Das ist wirklich eine Wunde, die sehr, 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 sehr tief sitzt. Das fängt an möglicherweise bei einigen von euch im Mutterleib oder in der Kindheit. Also das sind wirklich ganz, ganz tief sitzende Wunden, die sich hier in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch zeigen, die angeschaut werden dürfen, wo man heilen darf auf jeden Fall. Das wird sich in der nächsten Zeit bei einigen von euch auf jeden Fall zeigen. Nichtsdestotrotz spüre ich, einige von euch, ihr bekommt da Unterstützung, ihr bekommt da auf jeden Fall Hilfe in dieser Situation. Also wenn du um Hilfe bittest, du bekommst auch Hilfe. Ja? Sei es, dass du einen Menschen bittest, einen Menschen, den du vertraust, den du, ja, den du hier wirklich vertrauen kannst. Ne? Möglicherweise eine vage Person. Oder vielleicht auch Jungfrau, Krebs oder Skorpion. Kann auch der Fall sein. Vielleicht auch einen Widder. Aber lass mal sehen, was jetzt hier noch kommt. Wie es jetzt noch weitergeht. Okay. Wie geht es jetzt noch weiter in der nächsten Zeit? Wie geht es in der nächsten Zeit jetzt noch weiter? Wie geht es jetzt noch weiter? Sei kühn und mache den ersten Schritt. Ja, das ist auch wieder so diese Mars-Energie, ne? Es geht also darum, den ersten Schritt zu machen. Es geht darum, mutig und kühn zu sein. Auch mal ein Risiko einzugehen, sich mehr zuzutrauen. So, was haben wir hier noch? Die Antworten, die du brauchst, kommen. Vollmond im Zwilling. Okay. Also die Antworten, die du brauchst, kommen auf jeden Fall. Und wenn sie da sind, darfst du nun den ersten Schritt machen. Na? Was zeigt sich hier noch? Okay, die ist es noch. Also, die Antworten, die du brauchst, kommen. Und ich habe das Gefühl, wenn die Antworten dann da sind und die werden definitiv kommen, darfst du hier diesbezüglich natürlich auch den ersten Schritt machen. Aber auch allgemein, ne? Sei kühn und mache den ersten Schritt. Wenn es darum geht, dass du dich selbstständig machen möchtest, wenn es darum geht, dass du deine Talente verfeinern möchtest, wenn es darum geht, dass du einen Kurs besuchen möchtest, ein Online-Seminar besuchen möchtest, ne? Das ist ebenfalls das, was ich bei einigen von euch wahrnehme. Dann darfst du das auf jeden Fall tun. Okay, was haben wir unten drunter? Okay, take time to breathe out. Also nimm dir Zeit, um wirklich auszuatmen. Um auch einfach mal wirklich durchzuatmen. Wirklich ganz, ganz tief ein- und auszuatmen. Und das hat auch irgendwo etwas, also falls du dich sehr, sehr gestresst fühlst, nimm dir wirklich Zeit für dich, um wirklich auch einfach mal auszuatmen. Na, da habe ich das Gefühl, das wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall wichtig werden. Sei locker, entspann dich, hör auf, Dinge zu kontrollieren, bekomme ich hier rein. Kontrolliere nicht so sehr, hör auf, alles über zu analysieren. Wir haben ja hier Zwillinge-Energie. Und wir haben Jungfrau-Energie. Und bei beidem ist der Herrscherplanet Merkur. Und da geht es ebenfalls auch um den Geist, deinen Verstand, die Gedanken, wo ich ebenfalls das Gefühl habe, dass die wirklich auf Hochtouren arbeiten, dass du wirklich Dinge zerdenkst, bis ins kleinste Detail alles erfahren möchtest. Das ist das Gefühl, was hier wirklich einem durchkommt. Ne? Auch ebenfalls noch in der nächsten Zeit. Also entspann dich hier ein bisschen mehr. Ne? Geh raus ans Wasser, kümmere dich um dich und dein Wohlbefinden, deine Gesundheit. Ne?
Bringe Balance ebenfalls mehr in dein Leben. Sorge für ein Gleichgewicht in dein Leben, weil das spielt hier ebenfalls eine Rolle. Erde dich mehr, der Ritter der Münzen. Erde dich, komm wieder bei dir selbst an. Hier, Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr habt Probleme in der Magenregion so ein bisschen. Das kommt hier gerade richtig durch. Ich hoffe nicht, dass ich das bin, aber auf jeden Fall spüre ich das gerade. Also wirklich Mangel an Kraft, Mangel an Power, Mangel an ja, Selbstwertgefühl auch irgendwo. Da sitzt wirklich die Kraft, die Power, das Selbstwertgefühl. Gefühl auch irgendwo. So, was haben wir hier? Oh, wow, da verschlucke ich mich doch gerade. Ja, heftig. Okay, das ist der Blaumond. Und Blaumond bedeutet zum Beispiel, wenn in einem Monat zwei Vollmonde sind. Ne? Also glaube auch hier ebenfalls an das Unmögliche. Das wird in der nächsten Zeit ebenfalls wichtig werden. Blaumond, das sind wirklich ebenfalls auch ein sehr, sehr seltenes Ereignis, wo ich das Gefühl habe, in der nächsten Zeit kommt es zu seltenen Ereignissen, zu neuen Möglichkeiten, zu neuen, ja, wo ich auch das Gefühl habe, gewisse Dinge kommen in Bewegung. Also darfst du ebenfalls in Bewegung kommen und hier den ersten Schritt machen. Ne? Also wenn du den Impuls verspürst, dann mach es auch auf jeden Fall. Bei der nächsten Zeit kommt hier auf jeden Fall eine seltene Gelegenheit auf dich zu. Aber ebenfalls geht es wieder darum, dass du glauben sollst an das Unmögliche. Was haben wir hier? Okay. The World of Course Moon. Und hier geht es darum, die Karte bedeutet ja, etwas Besseres kommt auf dich zu. Da, wo du dich jetzt gerade befindest, in deiner jetzigen Situation, da gibt es nichts mehr zu holen, da kommt nichts mehr. Was auch immer das ist. Ich habe das Gefühl, es gibt in deiner Situation, wo du dich gerade befindest, da gibt es nichts mehr zu lernen. Auch hier bekomme ich wieder rein. Eine Lektion wird auf jeden Fall bald beendet. Eine karmische Lektion wird gelernt. Also gibt es da nichts Neues mehr zu lernen, nichts mehr zu holen. Das ist das Gefühl, was jetzt hier ebenfalls durchkommt. Aber ebenfalls in deiner, bei einigen von euch in der Partnerschaft, in einer bestimmten Verbindung, in einem Beruf, wo ich hier wirklich das Gefühl habe, pass hier bitte auf, etwas weitaus Besseres wartet auf dich. Die Karte steht ebenfalls dafür, bekomme ich gerade gesagt. Die Karte steht in einem anderen Deck, The World of Course Moon steht in einem anderen Deck, jetzt nicht in diesem, aber in einem anderen Deck, was ich habe. Da steht dazu da, falsche Readings. Ja, also pass hier bitte auf vor falschen Readings. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt hier alle Readings irgendwie falsch sind, aber bitte pass hier auf. Bei einigen von euch habe ich jetzt hier wirklich, ihr wollt wirklich alles überanalysieren. Ihr wollt ja wirklich Antworten finden. Ihr fragt hier alle möglichen Kartenleger, oh, kannst du mal und hier und so weiter nachfragen, weil du wirklich alles überanalysierst, weil du wirklich alles zerdenkst. Du hast die Antwort zwar schon 100.000 Mal bekommen, aber du fragst einfach weiter. Ne? Und deswegen habe ich das Gefühl, falsche Readings. Ne? Also wenn du jetzt noch einmal fragst, obwohl du die Antwort schon bekommen hast, kann es passieren, dass das eine Botschaft für dich ist oder dass du etwas zu hören bekommst, was nicht der Wahrheit entspricht. Also pass hier wirklich ein bisschen auf, auch wenn es darum geht, in der nächsten Zeit irgendwelche Orakel zu schauen. Ne? Also hier wirst du ein bisschen gewarnt. Wenn jetzt zum Beispiel kommt, oh, in der nächsten Zeit kommt dein Wunschpartner auf dich zu, Vorsicht, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber Vorsicht, es könnte nicht der Tatsache entsprechen. Die Karte steht für falsche Readings, falsche Informationen von Kartenlegern möglicherweise oder von etwas anderem möglicherweise auch. Oder dass irgendein Reading, was du dir ansiehst auf YouTube oder keine Ahnung, dass das für dich irgendwie, dass da etwas nicht stimmt. Ja, deswegen wirst du nämlich aufgerufen, auf deine Intuition zu hören, Bauchgefühl, Bauchregion, ne, Magengegend. Da wirst du aufgerufen, auf deinen Bauch zu hören. Die Antworten, die du brauchst, werden kommen. Wenn du auf dich selber hörst, wenn du auf deine Intuition hörst und nicht, wenn du alles überanalysierst und schon gar nicht, wenn du den ganzen Tag und jeden Tag und so weiter Antworten haben möchtest, alles überanalysierst und dir irgendwelche Orakelvideos anschaust. Ich bekomme die Botschaft jetzt richtig heftig rein. Na? Ich meine, ich bin selber eine Person. Ich gucke jetzt zwar nur bei den Menschen, die, wo ich halt immer gucke, so einmal im Monat, weißt du, aber ich rede wirklich von denjenigen unter euch, die wirklich alles zu Tode zerdenken und die wirklich alles überanalysieren, obwohl die Antwort schon tausendmal gekommen ist. Man glaubt es nicht und deswegen, wenn du es nicht glaubst, die Antwort, die du schon bekommen hast, das sendest du ins Universum, also sorgt das Universum dafür, dass du Antworten bekommst, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Das ist so. Ich habe das selber schon alles erlebt. Ne? Deswegen wollte ich dir das. Ansonsten würde ich dir das ja alles auch gar nicht sagen, ne? Also pass ja auf vor falschen Readings in der nächsten Zeit. Also nicht in der nächsten Zeit nach Kartenlegern zu Kartenlegern gehen, jemanden nicht fragen um persönliche Readings. Da habe ich das Gefühl, sei hier wirklich vorsichtig, ne? Und auch bei den Botschaften jetzt hier auf YouTube, auch bei meinen, das sind ja wirklich alles allgemeine Tendenzen, ne?
die nicht unbedingt immer auf jeden zutreffen. Und wenn es jetzt hier ein Reading gibt, wo du zwar das Gefühl hast, nee, so richtig ist es das nicht, dann ist es auch nicht deine Legung. Also versuch das Ganze dann nicht irgendwie noch passend zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch in der nächsten Zeit. Versuche irgendwelche Readings nicht passend zu machen, wenn sie nicht passen. Das ist wichtig. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine heftige Botschaft hier. Ich sage jetzt nicht, dass Kartenleger einen falschen Job machen. Nee, nee, nee. Ich glaube eigentlich eher, dass du der oder diejenige bist, die alles überanalysiert, die jeden bei jedem Orakel schaut, nur um das zu hören, was sie hören möchte, nur um endlich positive Neuigkeiten zu erfahren, nur dass endlich alles besser wird. Aber ich sag dir jetzt mal was, du allein bist für dein Glück verantwortlich. Nicht irgendwelche Orakelvideos und auch nicht irgendwelche Kartenleger. Du allein bestimmst über dein Leben. Und wenn du sagst, oh, alles ist schlecht, ich wünsche mir, dass endlich mal alles besser wird, du allein bist für dein Leben verantwortlich. Dann fang ganz einfach an, etwas besser zu machen. Fang damit an, mit deiner Einstellung, fang mit deinen Gedanken an, mit deiner Gesundheit, mehr bewegen, weil das habe ich bei einigen von euch. Mach hier den ersten Schritt. Trau dir jetzt nun auch endlich mal wieder etwas mehr zu. Ja, das ist hier die Botschaft, die hier ganz, ganz klar und deutlich durchkommt. Ja. Okay, sehr, sehr kraftvoll. Ich fange jetzt gerade an zu spitzen. Okay, meine Lieben. Ich komme jetzt nun zum letzten Deck. Ich lasse jetzt noch ein paar Karten herausspringen. Okay, ich nehme jetzt hier das Fortune Cards, was ich dir gezeigt hatte. Guck dir mal den Stapel an. Der ist wirklich riesig. Und da bin ich gespannt, was ich jetzt hier noch zeigen möchte in der nächsten Zeit für uns. Also wie gesagt, in der nächsten Zeit, pass bitte auf hier vor irgendwelchen Kartenlegern. Geh bitte nicht zu Kartenlegern, denn es kann sein, dass du Informationen bekommst, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen und die sich mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition nicht wirklich, ja, dass das alles nicht so, ja, dass das nicht passt. Ne? Pass hier also bitte auf und höre auf deine richtige Intuition, auf deine wahre Intuition. Und du wirst auf jeden Fall leicht auf deiner Intuition hören können, wenn du dich einfach mal zurückziehst, wenn du bei dir bleibst, wenn du in die Stille gehst. Ja, das ist mit Anstrengung verbunden. Es ist anstrengend, sich einfach mal zurückzuziehen, das Handy auszuschalten, sich von Social Media fernzuhalten. Das ist natürlich anstrengend, aber es liegt an dir, ne? Ich kann dir deine Entscheidung jetzt nicht abnehmen. Ich sage jetzt nur, was ich jetzt hier sehe und wie die Tendenzen sind. So, meine Lieben, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier rausgeflogen kommt. Also wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Bitte in der nächsten Zeit niemanden fragen nach irgendwelchen Readings, denn es kann sein, dass das wirklich sogenannte falsche Readings sind. Ich meine, ja, sowas wie richtig oder falsch gibt es nicht. Aber wenn diese Karte kommt, The World of Course Moon, dann sagt es immer aus, etwas stimmt nicht. Da ist etwas nicht richtig. Ja? An Informationen, die du bekommst durch Orakelvideos, wo ich nicht sage, dass der Kartenleger falsch liegt, um Gottes Willen. Nein, das ist ein Unterschied. Ne? Aber für dich in dem Fall, dann nicht richtig, nicht stimmig. Ne? Deswegen lerne hier auf dein eigenes Bauchgefühl zu hören. So, jetzt möchte ich gucken, was kommt noch in der nächsten Zeit? Wie geht es jetzt für uns noch weiter? Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? Nummer 1. Ja, die Karten lassen sich relativ schwer mischen, aber es geht. Wie geht es jetzt noch weiter im Kollektiv? So. Okay, meine Lieben. Die Karte unten drunter, das ist der Drache.
Und hier wirst du davor gewarnt, vor Selbsttäuschung. Beware of self-delusion. Also sei hier wirklich, also nimm dich in Acht wirklich hier vor Selbsttäuschung. Ne? Und das ist nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Bei einigen von euch habe ich das Gefühl, ihr macht euch in Bezug auf irgendeine Situation oder Verbindung, Beziehung irgendetwas vor. Also macht ihr hier selbst etwas nicht vor. Und wir hatten zweimal, das finde ich so interessant, wir hatten jetzt zweimal die Sieben der Kelche. Einmal hier, gell? Und einmal hier. Und die Karte, da geht es ebenfalls um Illusionen, Täuschung, wo ich das Gefühl habe, ja, bei einigen von euch spielt das hier auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ne? Also hier geht es wirklich darum, wirklich sich selbst nicht länger etwas vorzumachen, was auch immer. Also ich habe jetzt hier die ganzen Karten, die jetzt hier rausgefallen sind. Sind sechs Stück. Wir haben, also wir gehen jetzt nach der Reihe nach. Wir haben jetzt hier einmal den Mond. Veränderungen in deinem Leben. Also in der nächsten Zeit kommt es auf jeden Fall zu Veränderungen. Möglicherweise um der Zeit des Vollmondes, weil wir hatten jetzt hier ja Blaumond. Möglicherweise, wenn dann Blaumond ist, da kommt es auf jeden Fall zu vielen, vielen Veränderungen. Aber nicht unbedingt, wenn Blaumond ist, sondern wenn hier wirklich Vollmond ist. Möglicherweise Vollmond im Zwilling durch Zufall. Kann sein, muss jetzt aber nicht unbedingt. Ne? Auf jeden Fall geht es hier Veränderungen in deinem Leben. Hier zeigt sich jetzt der Vogel, der fliegt. Neuigkeiten sind auf dem Weg. Die Antworten, die du brauchst, kommen. Es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten, die hier auf dem Weg sind. Wow, das ist die Schleife. Your highly thought of. Das heißt sowas wie, grob übersetzt, heißt das sowas wie, ja, man ist ja wirklich hochgeschätzt. Ne? Es geht ebenfalls darum, dass man von etwas oder von jemandem sehr, sehr viel hält. Man ist wirklich sehr, sehr hoch angesehen. Ne? So, was haben wir hier? Das ist der Tisch. Aha, harte Arbeit voraus. Genau hier, Arbeit. Arbeit, habe ich genau gesagt. Ne? Harte Arbeit also voraus. Also in der nächsten Zeit geht es wirklich darum, hart zu arbeiten, an sich zu arbeiten, seine Ernährung umzustellen, sein Mindset zu verändern und ne, all das spüre ich hier auf jeden Fall. Der Hai. Okay, hier wirst du auf jeden Fall dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein. Weil es könnte hier einen Verlust geben in Bezug auf materiellen Reichtum, materiellen Wohlstand. Also hier wirst du auf jeden Fall davor so ein bisschen gewarnt, weil der Hai, da steht auch immer so für Warnungen. Also pass hier ein bisschen auf, sei hier vorsichtig vor materiellen Verlust, ja, vor Geldverlust. Also hier darfst du auf jeden Fall aufpassen so ein bisschen. Da ist ein Hai unterwegs, ne? Also lass dich hier bitte nicht verarschen, ausnehmen. Möglicherweise kommt ein Kartenleger auf dich zu, möchte dir hier ein Angebot machen. Oh, ich berate dich kostenlos und so weiter. Und dann hast du einen Salat und dann möchte dann auf einmal von dir 300 Euro. Also pass hier ein bisschen auf. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber momentan sind ja ebenfalls sehr, sehr starke Betrüger unterwegs. Also pass hier bitte ein bisschen auf. Ne? Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. Okay, wir haben jetzt hier die Ratte. Irgendjemand arbeitet hier gegen dich hinter deinem Rücken. Okay, in der nächsten Zeit gibt es also möglicherweise eine Person, die arbeitet hier so ein bisschen gegen dich, hinter deinem Rücken. Die macht möglicherweise irgendetwas, versucht hier dich irgendwie zu verarschen, versucht dich möglicherweise auszunehmen, wovon du nichts weißt. Das kann jetzt eine Person sein, mit der du es zu tun hast. Ja, im beruflichen Bereich, im familiären Bereich. Also pass hier bitte ein bisschen auf. Es gibt hier irgendeine Ratte, eine fiese Ratte, die will hier irgendwie gegen dich hinter deinem Rücken arbeiten. Also pass hier vielleicht auch ein bisschen auf wegen materiellen Verlust. Ne? Sei hier wirklich vorsichtig, wem du auch vertraust. Aber das Ganze, die Ratte hier muss jetzt nichts mit dieser Karte zu tun haben. Die Karte deutet eben allgemein darauf hin, okay, da gibt es jemanden, der macht dir da bitte nichts vor. Ne? Also sei hier bitte, ne? Sei hier vorsichtig und vor allem hör auf, dir da selbst etwas vorzumachen. Das ist das Gefühl, was ich habe. Das finde ich jetzt ziemlich interessant, weil unter dieser Karte war jetzt ebenfalls, das kann auf die wenigsten möglicherweise von euch zutreffen, aber wir haben hier einen Mann, der hellhäutig ist, helle Haare hat und helle Augen hat. Ja, also man hat es hier mit einer Person zu tun, die ist möglicherweise blond, hat graue Haare, sehr, sehr helle Haare oder hat helle Augen. Und ist auch ebenfalls hellhäutig. Das kann der Fall sein, ne? Dass bei einigen von euch so eine Person ist. Möglicherweise wirklich eine männliche Person. Also hier werden einige von euch da vielleicht ein bisschen dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein. Ja? Es kann ebenfalls auch eine Frau sein, die sehr, sehr in der maskulinen Energie ist. Also da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Vorsicht vor Betrügern. Ich wiederhole mich, weil die sind vermehrt unterwegs. Bei uns neulich wurde zum Beispiel angerufen, kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Bei uns wurde jetzt am Wochenende angerufen,
Das war eine englische Frauenstimme mit einem chinesischen Akzent, hat mein Partner gesagt. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich hatte die Person nicht an der Strippe. Ich lag auf der Couch, weil es mir nicht gut ging. Und der hat gesagt, ja, das war irgendeine ja, Frau, die hat Englisch gesprochen und mit einem chinesischen Akzent und die wollte uns weismachen, dass etwas mit unserem Rechner nicht hinhaut, dass da irgendwas nicht stimmt und so weiter. Ja, also hier wirklich vorsichtig, ne? Die sind momentan wirklich auf Dumpfang. Also pass hier wirklich ein bisschen auf, ne? Lass dich hier nicht irgendwie verarschen. Und ja, okay, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich überlege jetzt nochmal, ob ich jetzt irgendetwas reinbekomme, ob ich irgendetwas sehe. Bei dieser Karte, bei der Schleife hier, bekomme ich ebenfalls rein, dass einige von euch belohnt werden für die harte Arbeit, dass du dadurch wirklich hoch angesehen bist und dass man dich unglaublich schätzt für deine harte Arbeit. Das ist genau das, was ich hier sehe. Und da kannst du möglicherweise wirklich mit Neuigkeiten rechnen, die möglicherweise etwas verändern. Das ist ebenfalls das, was ich sehe. Aber trotzdem gibt es hier noch eine Energie, wo du wirklich ein bisschen aufpassen darfst, ne? Vor Verlust von materiellen Wohlstand, Reichtum, Geld, möglicherweise Eigentum, Besitz, ne? Oder aber dieses Thema spielt immer noch eine Rolle, ne? Das kann eventuell auch der Fall sein. Also nicht, dass es dir noch passiert, sondern dass dir das passiert ist und dass du immer noch so ein bisschen daran zu knabbern hast, ne? Jemand hat hier hinter deinem Rücken etwas gemacht, hat dich hier beklaut und so weiter, ne? Okay, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.